letzten Video habe ich erzählt, wieso das Nachhilfeportal nicht funktioniert hat. Schau doch schnell das erste Video. Das ist der zweite Teil, wieso das Nachhilfeportal nicht funktioniert hat. Und zwar ist das ein Marktplatz gewesen. Und ich bekomme extrem viele Anfragen von Startups, die sagen, sie machen den Marktplatz. Und die meisten machen den gleichen Fehler. Wir denken, man macht einen Marktplatz, also Angebot und Nachfrage. Und man denkt, man muss am Anfang möglichst viel Angebot haben. Haben wir auch gemacht. Wir haben gedacht, wir müssen super viel Nachhilfelehrer auf dieser Plattform haben. Wir haben auf allen anderen Studenten, Blackboards und Lehrer haben wir angefragt und gesagt, kommen wir auf die Plattform. Und nachher haben die über Monate nichts mehr von uns gehört, weil wir dann anfangen, das Marketing machen für die Eltern. Das heisst, die haben 6 Monate nichts von uns gehört. Dann sind die Eltern auf die Seite gekommen und haben die Lehrer angeschrieben und Lehrerinnen. Das sind meistens Studenten gewesen und die haben vielleicht schon einen neuen Job gehabt, sind weg gewesen. Dann ist Folgendes passiert und haben die nicht geantwortet. Das heisst, plötzlich sind die 8000 Lehrer, die wir auf der Seite hatten, nicht mehr ein Asset gewesen, sondern eine Liability. Wir mussten die alle fragen, hey, sind denn auf der Plattform? Wenn ihr auf der Plattform seid? Nachher war es eine Abwärtsspirale, weil niemand hat mehr Kontakt gehabt untereinander, weil es hat niemand einander geantwortet. Das ist eines meiner Learnings. Wenn du einen Marktplatz machst, geht es nicht darum, viel Angebot am Anfang zu haben, sondern du hast ein ganz kleines, spezifisches Angebot. Du bringst nur eine gewisse Anzahl Leute auf die Seite. Du willst schauen, die möglichst viel Interaktion haben, dass sie miteinander schreiben, untereinander buchen und dass die wenigen zuerst happy sind.